Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Dienstag, der 30. Mai 1871. Wir bringen Nachrichten. Berlin. Der vor 3 Wochen in Frankfurt unterzeichnete Friede zwischen Deutschland und Frankreich ist inzwischen nicht nur von der französischen Nationalversammlung, sondern auch von den deutschen Parlamenten ratifiziert worden. Der Krieg hatte vor 4 Monaten geendet. Paris. Der Aufstand der Kommune in der französischen Hauptstadt ist niedergeschlagen. Die legale Regierung ist wieder Herr der Lage. Hier ein kurzer Überblick über das Geschehen der letzten Monate. Schon länger hatte die französische Regierung versucht, die Pariser Nationalgarde zu demobilisieren. Am 18. März löst der Versuch, dieser Bürgerwehr mit Gewalt ihre Kanonen abzunehmen, den Aufstand aus. Die Nationalgarde, unterstützt durch die einfachen Volksschichten, unter denen es wegen des Kriegsausganges und wegen sozialer Benachteiligung gärt, schlägt die Regierungssoldaten zurück. Die Generale Lecomte und Thomas werden ermordet. Die Regierung sieht ihre Sicherheit gefährdet und zieht mit allen Beamten und den Truppen nach Versailles ab. Die Verwaltung der Stadt fällt damit dem Zentralkomitee der Nationalgarde, einer Art Soldatenrat, zu. Dessen politisches Hauptziel ist eine Änderung des Stadtrechts von Paris, die Bildung einer Gemeinderegierung der Commune. Zu diesem Zweck werden Wahlen für den 26. März angesetzt. Schon vorher jedoch verfügt das Zentralkomitee die Wiedereinführung der Miet- und Schuldenstundung und verbietet die Versteigerung der Pfänder in den Leihhäusern. Auch der Sold für die Nationalgarde wird wieder gezahlt. 4 Tage vor den Wahlen gibt es in der Rue de la Paix einen blutigen Zusammenstoß mit bürgerlichen Elementen, die die alte Ordnung wiederherstellen wollen. Das Scheitern dieses Versuchs verursacht den Exodus von Tausenden von Parisern, die den besseren Ständen angehören. Als Folge gehen nur 47% der Einwohner zur Wahl, bei der sich eine rote Mehrheit ergibt. Am 28. März verkündet die neue Gemeinderegierung, die Commune, in einer feierlichen Proklamation ihren Amtsbeginn. Im Kommunrat gewinnen bald eine Reihe von Radikalen, die die verschiedensten Reformideen vertreten, immer mehr Einfluss. Als Verhandlungen zwischen Regierung und Commune endgültig scheitern, erklärt Präsident Thiers am 2. April 1871 der Commune den Krieg. Einen Tag später versuchen Commune-Truppen Versailles anzugreifen. Der Angriff misslingt völlig. Paris ist wieder einmal belagert. Die Versailler Regierungstruppen, über die Morde an den Generalen erregt, machen keine Gefangenen, sondern erschießen jeden, der in ihre Hand fällt. Daraufhin erlässt die Commune ein Geiseldekret, das die Verhaftung von Versailler Sympathisanten vorsieht. Für jeden erschossenen Kommunarden sollen 3 Geiseln hingerichtet werden. Die unglückliche Kampflage und das Rivalitätenchaos in der Nationalgarde verursachen einen ununterbrochenen Wechsel in der militärischen Führung. In 74 Tagen Herrschaft verbraucht die Commune fast 1 Dutzend Kommandeure. Während in Versailles MacMahon immer größere Verbände aufstellt, richtet sich Paris zur Verteidigung ein. Weitere Radikalisierung führt zur Errichtung eines Revolutionstribunals und zum Verbot der meisten Zeitungen. Um die Situation noch zu retten, übergibt die Commune schließlich am 15. Mai alle Macht an den Jakobiner de L'Escluze und den Terroristen Rigaud. Das bedeutet die Diktatur. Als am 21. Mai Marschall MacMahons großer Angriff auf Paris beginnt, lässt Rigaud die ersten Geiseln erschießen. Beinahe 500 werden umgebracht, unter ihnen auch der Erzbischof von Paris. 10 Tage dauerte der Kampf, seit gestern ist MacMahon Herr von Paris. Bevor Ihnen unsere Spezialredaktion ausführlich über die Situation berichtet, hier noch das Wetterbulletin. Die Witterung ist unbeständig und für die Jahreszeit zu kühl. Im Oberrheintal und der Nordschweiz heftige Gewitter, sonst Neigung zu leichten Niederschlägen. Die Morgentemperaturen: Zürich 12 Grad, Paris 14, Berlin 11, Wien 15 und Petersburg 4 Grad Celsius. Meine verehrten Landsleute, ich glaube, wir können von Glück sagen, dass in unserem Lande Dinge unmöglich sind, wie wir sie Ihnen hier zu schildern haben werden. Die Times schreibt über die Pariser Ereignisse: Die Kriegsgesetze sind milde und christlich gegenüber den unmenschlichen Gesetzen der Rache, wie sie die Versailler Truppen anwenden. In der Geschichte hat es nichts Vergleichbares gegeben. Zunächst aber zu einer anderen Folge des Krieges. In diesen Tagen rollen erste Raten des französischen Tributes nach Deutschland. Von der neuen Grenze an der Bahnlinie Paris-Straßburg meldet sich unser Reporter.
Während wir hier auf die neue Grenze zwischen Deutschland und Frankreich zurollen, komme ich mir vor wie der Hüter des Nibelungenschatzes. In den Säcken da drinnen, den Waggons, ist nämlich Gold. Es ist das Geld, mit dem sich das deutsche Kaiserreich seinen Sieg über Frankreich bestätigen lässt. Und es sind alle Währungen dabei, es ist wirklich klingende Münze, englische Sovereigns, französische Franken, deutsche Taler. Schon in Lunéville sind uns übrigens die Achsen heiß gelaufen unter diesem ganz außergewöhnlichen Gewicht. Jeder dieser Säcke wiegt 130 Pfund und ist 200.000 Franken wert. Und in jedem Waggon sind 80 Säcke. Das macht zusammen ein Gewicht von 104 Zentnern und dabei sind wir noch nicht einmal mit eingerechnet. Inzwischen bin ich ganz nach vorne geklettert zur Lokomotive. Was macht man nicht alles während einer so langen Fahrt? Und inzwischen haben wir ein Telegramm nach Avricourt abgeschickt, um wenigstens mit unseren technischen Schwierigkeiten fertig zu werden. Von Avricourt an wird deutsches Personal die beiden Goldschatzwagen mit 32 Millionen Franken begleiten. Es ist ein Teil der Abmachungen, dass wenigstens 1,5 Milliarden Franken in bar geliefert werden. 5 Milliarden hat der Fürst Bismarck im Ganzen ausgehandelt und das sind nach unserem gegenwärtigen Umrechnungskurs immerhin 4,5 Milliarden Mark. Wenn man versucht, diese Transaktion irgendwie einzuordnen, dann kann man mit Recht sagen, dass diese Transaktion eigentlich die größte der Geschichte ist. Der größere Teil des abgemachten Betrages wird natürlich auf dem Weg über Wechsel erledigt. Und die größten europäischen Bankhäuser haben dafür bereits garantiert. Das ist gar nicht so überraschend, wenn man sich überlegt, dass Frankreich trotz allem immer noch ein Weltreich ist. Und es liegt natürlich auch daran, dass die deutschen Bankiers Bleichröder und Henkel zusammen mit den französischen Rothschilds die Finanzlage, die Finanzkraft und die Leistungskraft der Republik sehr genau auskalkuliert haben. Es wird in Frankreich keine Lohnkürzungen geben, keine Konsumbeschränkungen und auch keine Drosselung der Importe. Der ganze Betrag von 5 Milliarden muss bis 1974 bezahlt sein und sukzessive mit den einzelnen Abschlagszahlungen werden dann Teile des besetzten Gebietes geräumt. Der amerikanische Geschäftsträger hat übrigens prompt erklärt, dass die gesamte Summe bei näherem Hinsehen gar nicht so groß sei. Und wahrscheinlich hat er sogar recht, wenn man sich daran erinnert, was der erste Napoleon aus den deutschen Staaten herausgeschunden hat, dann ist dieser Betrag wirklich ein Douceur, eine Art Trinkgeld. Nun, immerhin, für normale Leute ist es doch ein ganzer Haufen Geld. Und man kann sich kaum vorstellen, was dieser Goldzufluss in die deutschen Länder anrichten wird. Eines steht jedenfalls fest, Frankreich wird diesen finanziellen Verlust verwinden können. Ob es einen anderen Verlust, der nicht mit Geld zusammenhängt, genauso leicht verwinden kann, das muss man erst sehen. In diesem Moment betrete ich deutschen Boden. Elsass-Lothringen, das war früher französisch. Und ich glaube, dass der Verlust dieser Provinzen die Franzosen am allermeisten schmerzt. Die Regierung ist im Moment in Paris noch damit beschäftigt, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Aber schon machen sich die ersten Revanche-Gelüste bemerkbar. Victor Hugo hat zum Beispiel vor der Nationalversammlung erklärt, dass Frankreich sich Elsass-Lothringen zurückholen wird und noch mehr als das. Frankreich wird sich Koblenz, Trier, Mainz und Köln zurückholen, das ganze linke Rheinufer. Darüber hinaus haben sich in Frankreich Flüchtlingsverbände aus den Leuten gebildet, die hier weggegangen sind, um nicht Deutsch werden zu müssen. Die zwar Deutsch sprechen, aber Französisch fühlen. Und das heizt natürlich die Stimmung noch mehr. Fürst Bismarck hat Bedenken gegen diese Annexion geäußert, obwohl sich natürlich die meisten Deutschen über den Gewinn freuen. Vielleicht wäre es wirklich besser gewesen, ein paar Züge mehr mit Beutegold über die Grenze zu schicken, statt zu annektieren. Diese Wagen gehen übrigens jetzt nach Straßburg, wo die ersten Lieferungen im Rathaus untergebracht worden sind und wo man jetzt dabei ist, die Keller des Schlachthofes zu füllen. Man hat eben noch nicht allzu viel Erfahrung im Umgang mit solchen Mengen Münzen. Aber ich bin sicher, das System der Ratenzahlung wird sich einspielen. Wie sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich in der neuen politischen Situation entwickeln wird, das kann man natürlich noch nicht sagen. Man wird große staatsmännische Umsicht brauchen, um die Beziehungen zwischen dem nagelneuen deutschen Kaiserreich und der aus einer Niederlage geborenen Republik der Franzosen einigermaßen erträglich zu gestalten.
Ja, auch der Sieg scheint seine Probleme zu haben. Probleme, die sich natürlich nicht mit denen vergleichen lassen, wie sie in Frankreich die Niederlage oder gar die Revolution in der Hauptstadt mit sich bringen. Bevor wir nun aus Paris einen längeren Bericht anfordern, möchten wir gerne erfahren, wie die Erhebung der Kommune und das Ende des Aufstands auf die Kreise gewirkt hat, denen man gemeinhin die Hauptschuld an dieser Rebellion unterstellt. Obwohl sich dieser Vorwurf nach unserer Kenntnis nicht unbedingt aufrechterhalten lässt. Es handelt sich um die internationale Arbeiterbewegung. Wir möchten Sie nun nach Leipzig führen, wo eine Zeitung gedruckt wird, die für die deutsche Arbeiterschaft von Bedeutung ist. Bitte jetzt den Bericht aus Sachsen. Warten mal einen Moment an. Dieser Aufruf stammt noch aus dem Dezember. Hat sich in den letzten 5 Monaten die wirtschaftliche Lage des Volksstaates etwas verbessert? Die Auflage ist um einige 100 Exemplare gestiegen. Wir waren damals auf 2500 abgesunken. Was waren die Ursachen dieser katastrophalen Auflagenentwicklung? Die dauernden Beschlagnahmen der Regierung natürlich. Dann war unsere Zeitung zeitweise ganz verboten. Die meisten Abonnenten verloren wir dadurch, dass so viele von ihnen einberufen wurden, besonders zur Landwehr. Die Genossen vergessen wohl ganz, dass Liebknecht, Heppner und August Bebel 3 Monate in Haft gewesen sind. Die Redakteure und der Expedient des Blattes. Das dürfte ja vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen haben. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es eben selbst gehört. Hier war von Verhaftungen, Beschlagnahme und Verbot die Rede. Vielleicht haben Sie selbst schon herausgefunden, wo wir hier sind. Dies ist eine Zentrale der gefürchteten Internationale. In dieser Druckerei wird der sozialdemokratische Volksstaat hergestellt. Dieses staatsfeindliche Organ erscheint. Dieses staatsfeindliche Organ also erscheint 2-mal in der Woche. Aber meine Herren, warum regen Sie sich auf? Schließlich haben Bebel und Liebknecht zu Beginn des Krieges eine Stellungnahme zur Kriegsanleihe als Einzelparlamentarier übrigens abgelehnt. Und wurden deshalb von der Mehrheit der Partei prompt getan. Was alle Sozialisten im Herbst keineswegs daran hindern konnte, gegen Kriegsanleihen zur Fortsetzung des Kampfes zu wettern. Da hatte sich die Situation ja auch völlig verändert. Ja, völlig. Natürlich haben die meisten von uns mit dem Kampf gegen den aggressiven Napoleonismus übereingestimmt. Naja, das war doch ein Verteidigungskrieg. Außerdem ging es um die deutsche Einigung. Und die ist die Voraussetzung zur Schaffung des Sozialismus. Ja, aber als nur noch um den Raub von Elsass und Lothringen gekämpft wurde, da haben Sie, dass das Wort Raub nicht schon staatsfeindlich genug ist? Wir sind nicht eigentlich staatsfeindlich. Sogar Karl Marx hat... Ja. Der mit seinem Staatskommunismus. Wir brauchen überhaupt keinen Staat. Das sind doch Utopien. Für viele sind Ihre Ideen Utopien. Aber, meine Herren, es tut mir leid. Wir können uns hier nicht mit den verschiedenen Tendenzen Ihres Sozialismus befassen. Mir geht es um etwas anderes. Sie wissen um die Ereignisse in Paris. Sie sind sicher viel besser darüber informiert als ich. Besonders über das schreckliche Ende des Kommuneaufstandes. Das war eine erschütternde Erfahrung für uns alle. Für die ganze Arbeiterklasse. Aber zugleich auch ein Fanal. Ein Beispiel. Obwohl weder Ihre Partei noch die sogenannte Internationale eigentlich betroffen sind. Wie meinen Sie denn das? Meines Erachtens handelt es sich in Paris um eine patriotische, ja fast möchte ich sagen, um eine chauvinistische Revolte. Der Anteil der Internationalisten daran war ja doch wohl außerordentlich gering. Es war ein Aufstand des Volkes. Es war der Versuch, die Diktatur des Proletariats zu schaffen. Was Sie da in der Hand halten, sind erste Manuskriptteile eines Manifestes von Karl Marx an die Internationale. Der Bürgerkrieg in Frankreich, soll ich sagen. Das ist nämlich schnelle Arbeit. Das Paris der Arbeiter mit seiner Kommune wird ewig gefeiert werden, als der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. Es sieht ganz so aus, als wolle er den Kommuneaufstand für die internationale Arbeiterbewegung annektieren. Bleibt ihm ja auch gar nichts anderes übrig. Ja, denken Sie doch mal daran, welche leidenschaftliche Anteilnahme der Aufstand in der ganzen Welt gefunden hat. Obwohl Marx ja gar keine Ahnung hatte, dass sich in Paris überhaupt etwas tut. Aber falsche Prognosen sind ja sein Fall. Und auch die seines kapitalistischen Freundes. Sagten Sie seines kapitalistischen Freundes? Ja. Engels. Zum Beispiel hat Engels 3 Wochen vor Königgrätz die Niederlage Preußens und einen Aufstand der Landwehr vorausgesagt. Und was war? Genau das Gegenteil. Die beiden haben so oft die Revolution vorausgesagt, dass sie jetzt, wo die Revolution wirklich da ist, völlig perplex sind.
Wir Sozialdemokraten erkennen trotzdem in Paris den Willen des Volkes. Allein die brutale Niederschlagung des Aufstandes durch die Herrschenden ist Beweis genug. Darf ich hier bitte unterbrechen noch einmal zu Karl Marx? Soweit ich informiert bin, verfügt er zu Zeiten des alten Kommunistenbundes über geradezu diktatorische Vollmacht. Seit Gründung der Internationale ist er... Ist er nur noch der Vereinsphilosoph? Sehr hübsch. Er ist Ihr Sekretär. Sein Einfluss ist bedeutend. Er ist der Denker, der Theoretiker der Bewegung. Du hast selbst einmal gesagt, dass es ein Unglück wäre, wenn die Theoretiker die Politik bestimmen sollten. Ich glaube eben, dass man unseren Staat verändern kann. An den Grundzügen der marxistischen Theorie habe ich nicht gezweifelt. Und ich lehne alle wissenschaftlichen Abstraktionen ab. Ich lehne jede Staatsautorität ab. Ich lehne jede Aktion ab, die nicht unmittelbar der Revolution dient. Deshalb war ich sofort für die Kommune. Die Kommune gehört der ganzen Arbeiterklasse. Und genau das bezweifle ich. Ihrem Karl Marx geht es, so hat es jedenfalls den Anschein, darum, so etwas wie eine Proletarierlegende zu schaffen. Er möchte den Kommuneaufstand zum Golgatha seiner Sozialreligion machen. Ähnlichkeit der Worte wie Kommunismus, Kommune, also Gemeinde, hilft ihm dabei. Ja, sicher. Die Kommune verdankt dem Marxismus nichts. Der Marxismus dagegen, der Kommune alles. Selbst wenn es so wäre, jede große Bewegung braucht ihre Helden, ihre Geschichte. Ein zentrales Ereignis, in dem sich ihr Kampf symbolisiert. Es ist doch ganz gleich, ob es nun ein mehr bürgerlicher Aufstand war oder nicht. Marx hebt eben die unbewussten Tendenzen der Kommune ans Licht. Das ist sein Verdienst. Nun ja, meine Herren, ich danke Ihnen. Während fast die ganze Welt den Pariser Aufstand als Pöbelerhebung ansieht und mit entsprechendem Abscheu betrachtet, gibt es starke umstürzerische Kräfte, die dem Ende der Rebellion mit Erschütterung zusehen. Wie hier sind es besonders die Vertreter der Arbeiterverbände der Welt. Niemand kann heute schon genau sagen, welche Kräfte an diesem Aufstand mitgewirkt haben. Trotzdem ist man schon jetzt entschlossen, diesen Aufstand für den internationalen Sozialismus zu beschlagnahmen. Ob das taktisch klug ist, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht schadet es dem internationalen Kommunismus mehr, als es ihm hilft. Die Meinung der dem gescheiterten Experiment Wohlwollenden kann man am besten in einem Wort zusammenfassen, das hier die Runde macht. Vielleicht waren sie Narren, in ihnen aber brannte jene kleine Flamme, die nie verlöscht. Vielen Dank unserem Korrespondenten in Leipzig. Nun direkt zu dem Geschehen, dem die Welt erstarrt zusieht. Dem schrecklichen Ende des Kommune-Experiments in der französischen Hauptstadt. Dieser Aufstand, offenbar genährt aus den heterogensten Kräften, ist, das kann man jetzt schon mit Bestimmtheit sagen, eine Folgeerscheinung des Krieges zwischen Frankreich und Deutschland, ein Produkt der französischen Niederlage. Gleichzeitig scheint es allerdings, als ob eine weitere Hauptkomponente dem Ideenstrom der französischen Revolution von 1789 entstammt. Aber wir sind auf Vermutungen angewiesen. Geführt auf jeden Fall, sofern von einer Führung überhaupt die Rede sein kann, wurde die Kommune fast ausschließlich von Intellektuellen, die die verschiedensten Reformideale zu verwirklichen trachteten. Getragen wurde sie von Kleinbürgern und Proletariern. Da die Kommune und ihre Anhänger seit dem 3. April in einem Abwehrkampf standen, der sie völlig beschäftigte, konnte eine Klärung und Abstimmung auf einen gemeinsamen Nenner offenbar nicht mehr erfolgen. Gemeinsam scheint allen Richtungen der Wunsch nach einer Linderung der Kriegsfolgenotlagen und nach gewissen sozialen Reformen. Gemeinsam scheint auch das Bemühen, Kultureinrichtungen, auch wirtschaftlich schwachen, zugänglich zu machen. Die Regierung Thiers muss wohl darin nicht nur eine Bedrohung ihrer Regierungsgewalt gesehen haben, sondern auch den Ansatz zu einer Verschiebung der Gesellschaftsverhältnisse. Ihr Hauptinteresse lag vielleicht darin, jede Veränderung des sozialen Status quo zu verhindern. Die Deutschen spielen in Frankreich, das nur nebenbei gesagt, nicht nur die Rolle einer Besatzungsmacht, sie leisten der Regierung des Präsidenten Thiers eine gewisse Hilfestellung. Ich selbst, meine Damen und Herren, darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Jeder weitere Kommentar über das Folgende wäre vermessen. Bitte, Paris. Ich wünsche niemandem, dass er das mit ansehen muss, was ich eben gesehen habe.
Ein kilometerlanger Zug von gefangenen Kommunarden. Frauen, Kinder, aneinander gefesselt mit Stricken, bewacht und angetrieben von Regierungskavallerie, schleppt sich aus der Stadt heraus gegen Westen. In Bois de Boulogne sah ich den Kavalleriekommandanten Marquis de Galifet, der sich wahllos Menschen aus der Kolonne herausgriff und summarisch füsilieren ließ. Ich sah eine Frau, die sich vorhin hinwarf und um ihr Leben bettelte, und der Marquis fand das erhabene Wort: Madame, ich kenne alle Theater der Stadt, Sie rühren mich nicht. Feuer. In diesem Moment zieht sich ein dicker, roter Strang von Blut die Seine stromabwärts. Der Kommuneaufstand ist zu Ende. Hier und da im Osten der Stadt halten sich noch ein paar Widerstandsnester, wo die letzten Kommunarden ein gehetztes Leben fristen. An die 65.000 meiner Schätzung nach von ihnen sind gefangen genommen worden, von denen bestimmt ein Drittel an Ort und Stelle niedergemacht oder füsiliert worden sind. Das sind mehr als die Opfer der berüchtigten Terrormonate während der Französischen Revolution. Die übrigen, an die 40.000, können wenigstens hoffen, vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden. Wann, das weiß natürlich niemand. In diesem Moment liegt es wie eine Wolke von Blut über der Stadt. Die Regierungssoldaten toben sich in einer Orgie der Rache aus, und die Metzelei will kein Ende nehmen. Das ist das Ende der zweieinhalbmonatigen Herrschaft der Pariser Kommune, die allem Gerede Außenstehender zu trotz sehr idealistisch, sehr gemäßigt begonnen hat und vor allem ohne diesen Terror und diesen Blutrausch, dessen wir nun Zeuge sind. Meine Aufgabe ist es nicht zu urteilen oder zu werten, ich bin nur dazu da, um zu berichten. Ich habe in den letzten Tagen Zeugenaussagen von beiden Seiten sammeln können, die Ihnen vielleicht ein grobes Bild von dem geben, was wir hier erlebt haben. Im Friedhof im Osten der Stadt, dem Père Lachaise, lieferten die Kommunarden ihr letztes großes Gefecht. Die Regierungstruppen räumten furchtbar unter ihnen auf, erregt bis zur Raserei durch die Entdeckung der von den Kommunarden erschossenen Geiseln. Ja, hier am Père Lachaise. Hier haben wir sie gefunden, gestern am Pfingstsonntag. Eingebuddelt, einfach verscharrt, wie ein Hund. Die Leiche des Erzbischofs von Paris, den diese roten Bestien als Geisel erschossen haben, abgeknallt. Hier war so ziemlich der letzte Widerstand der Roten. Über den Friedhof, Robert Happen, da haben wir erstmal gründlich aufgeräumt. Egal, ob sie sich ergeben oder nicht, oder um Gnade winseln diese Untermenschen. Dazu sind wir ja extra entlassen worden aus der Gefangenschaft bei den Deutschen.
Sie, die Deutschen, haben uns also entlassen. Dann sind wir direkt in so Lager gekommen und man hat uns nagelneu ausstaffiert. Damit nämlich unsere rechtmäßig gewählte Regierung wieder Truppen hat. Und Präsident Thiers hat Marschall MacMahon zu unserem Oberbefehlshaber ernannt. Der ist nämlich auch mit uns entlassen worden. Jetzt werden wir diesen Pariser Hunden mal zeigen, was es heißt, sich gegen die legale Regierung aufzulehnen. Ja, und den Rücken haben wir jetzt frei. Da passen die Deutschen schon auf, dass keiner durchkommt. Da tun sie endlich mal was Nützliches. Also eins muss ich Ihnen sagen. Sie schlachten sich ganz schön ab da unten in der Stadt. Die Regierungstruppen von den Franzosen und diese Kommunisten. Die sind doch beschlossen, Mann. Also, erst waren wir Besatzung in Compiègne und dann sind wir plötzlich hierher verlegt worden, auf dem Mont Avron. Ja, ja, zum Aufpassen, nicht? Ja. Seit der große Angriff von diesem MacMahon auf Paris anfing, passen wir hier auf, dass keiner da unten auskneifen kann. Die kriegen alle ihre gerechte Strafe. Na, gerecht, also. Mir tun sie ihr leid. Ach was, die gehören alle totgeschossen. Alle. Das sind Mörder und Brandstifter. Die haben die halbe Stadt in Brand gesteckt und lauter Leute abgemurkst, oder nicht? Ach, aber trotzdem hat er welche durchgelassen, die fliehen wollten, oder? Ja, aber es ist verboten. Ja, ja, ich weiß. Mensch. 4 Monate, nachdem der Krieg vorbei ist, machen die da unten schon wieder Krieg. Ja, und wir helfen dabei. Aber nur für Ordnung und Gesetz. Na, eigentlich geht's uns ja gar nichts an, ne? Nee. Unser Bismarck wird schon wissen, was er tut. Warum kämpfen Sie denn eigentlich noch? Pourquoi vous vous battez encore, monsieur? Mon Dieu, partez! Er sagt, ich soll doch um Gottes Willen verschwinden. Wir hatten die Franzosen ja schließlich schon bei den Waffenstillstandsverhandlungen gewarnt. Die Antiere Farbe. Aber sie wussten es ja besser. Sie wollten, dass die Nationalgarde, die Bürgerwehr von Paris, ihre Waffen behält. Wir haben ihnen gleich vorausgesagt, dass das Ärger geben wird. Aus dieser Bürgerwehr rekrutiert sich doch die ganze Kommune. Die französische Nationalehre und so weiter, du lieber Gott. Jetzt haben sie den Salat. Der Pöbel ist schwer bewaffnet. Und wir können jetzt dem französischen Gouvernement auch noch Hilfestellung leisten. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Schließlich sind auch unsere Interessen berührt, verstehen Sie? Immerhin handelt es sich bei Thiers und Genossen in Versailles um die gewählte Regierung. Und die hat unsere Friedensbedingungen akzeptiert. Und garantiert uns die Durchführung. Wenn die Roten da unten siegen, müssen wir mit diesen Wirrköpfen verhandeln. Und was dabei rauskommt, können Sie sicher denken. Erstaunlich, was die sich da leisten. Ja, Tapferkeit kann man ihnen eigentlich nicht absprechen. Aber die militärische, die taktische Seite, das ist die blanke Unfähigkeit. Ja, ich will nicht gerade sagen, dass MacMahons reguläre, besonderes strategisches Genie besitzen. Aber diese Kommunarden, Foissy da draußen, das haben sie noch wie die Löwen verteidigt. Dann sind hier von Versailles her die Regierungstruppen eingedrungen. Natürlich die Tore nicht besetzt. Kein organisierter Widerstand, nichts. Erst an der Place de la Concorde gab es einigermaßen geplante Gegenwehr. Obwohl die auch nicht gleich die Thürien, das Stadthaus und was weiß ich, hatten in Brand zu stecken. Wie der Teufel gewährt, haben sie sich eigentlich erst hier, an den letzten Barrikaden. Aber damit ist ja wohl Schluss. Ein paar Kröpfchen mag es noch geben, aber sonst ist es aus mit ihnen. Ich weiß, dass vorbei ist. Bin überall dabei gewesen, wo um Freiheit gekämpft wird. In meiner Heimat in Polen war ich in Aufstand gegen den Russen, musste fliehen. Hier viele Polen. Kommandeur auf den rechten Seeufer, General Dombrowski. Auf den linken, General Wróblewski. Aber jetzt vorbei. Wróblewski verschollen, Dombrowski tot. War vorbei, als alte de l'Esclusse fiel. Kommune hat alle Macht de l'Esclusse gegeben. Aber zu spät. Habe selber gesehen. Starb wie Held. Ging ganz allein, alter Mann mit seinem Hut, Zylinder, Stock, roter Schärpe, auf verlassene Barrikade, Rue Voltaire. War vor 4 Tagen. Ging rauf und blieb oben stehen, bis die Kugel kam. De l'Esclusse, ganz allein. Haben viele gut gekämpft. Frauenbataillon von Louis Michel, gut. Auch kleine Jungen von Brigade Recher von Florence, 14, 15 Jahre. Alle gefallen an Austerlitzbrücke.
und andere Feige. Weggelaufen, übergelaufen, versteckt. Keine Kämpfer. Auch Führung nicht gut. Viel Gerede, viel Diskussion. Im Tarif! Ist soweit. Machen keine Gefangene, die auf sei. Jetzt vorbei, jetzt aus. Man muss sterben können. Noch ist Bollen nicht verloren. Der Einzug der Versailler Regierungstruppen, das ist also für Sie eine Art Freudentag, Monsieur. Oui, naturellement. Natürlich. Il ne faut pas vous étonner si je salue das braucht Sie nicht Pierre, zu wundern, dass ich Thiers als Befreier begrüße. Seine Männer haben uns ja von dem Schrecken befreit. Endlich gibt es wieder Gesetz und Ordnung. Aber es gab doch auch unter der Kommune Gesetze, Monsieur. Nein? Nein, es war schauderhaft unter der Kommune. Man traute sich kaum aus dem Haus. Vorgestern musste ich da hinten mithelfen, Barrikaden bauen. Jeden, der vorbeikam, haben sie gezwungen mitzumachen. Irgendwelche Kommandeure mit roten Schärpen gaben einfach Befehle. Gekannt hat man keine, nicht wahr? Wer soll die auch kennen? Die Namen, Monsieur, standen doch auf den Plakaten und Anschlägen. Ja, natürlich. Jeden Tag neue Dekrete. Nichts als Dekrete und Aufrufe. Aber man wusste ja nie, wer von den 90 Kommuneräten nun eigentlich regierte. Die Zeitungen waren ja auch verboten. Aber richtig entsetzlich wurde es erst in den letzten Wochen, als die Diktatur von Delescluze und Rigaud begann. Besonders Rigaud. Er leitete zuerst den Sicherheitsausschuss, Polizei also, und dann war er Vorsitzender vom Revolutionstribunal. Da hat er über 3000 Leute wegen Konterrevolution verhaften lassen. Der hat auch die Geiselerschießungen befohlen. Sogar seine eigenen Leute hatten Angst vor ihm. Am Ende kamen noch Weiber mit Petroleumflaschen, die Petrolösen, die alles in Brand steckten. Monsieur, davon erzählt einem jeder, aber gesehen habe ich keine. Et merci maintenant. Gott sei Dank, kann man jetzt situation. Wieder in Frieden seinen Geschäften nachgehen. Es hat nie Petroleusen gegeben. Das ist ein Märchen, das die Versailler Mörder erfunden haben. Die Häuser brannten, weil die Regierungsartillerie sie in Brand geschossen hat. Wir haben nur die Tuilerien und die Rivoli angesteckt. Das mussten wir tun. Das hat unser General Brunel befohlen, damit das Schussfeld frei ist. Und damit sie uns nicht von hinten fassen. Verschwinden Sie doch endlich. Wir haben zu unseren Truppen das Befehl gegeben, korrekt zu bleiben. Trotzdem. Sie würden von gefangenen Frauen angegriffen. Diese Frauen haben auf uns geschossen. Jetzt müssen wir hart sein. Es ist uns genug mit den Lauten dieses Pöbel. Schon früher, wir hatten zwei Feinde. Der eine draußen, die Preußen, die unseren Stadt erobert wollte. Der zweite drin, der immer bereit war, um die Gurgel der Regierung zu gehen. Wir haben diese Stadt in 10 Tagen erobert, was die Preußen nicht in 4 Monaten konnten. Jetzt kann sich die Armee rehabilitieren. Wir kriegen sie alle. Warum schießen Sie eigentlich noch auf die Kommunars, wo doch schon alles vorüber ist? Pourquoi vous dites... Fulcan!
hau ab. Das ist die einzige Antwort, die ich bekomme. Da draußen versinkt nun also Ihr Traum in Blut und Sie verstecken sich hier. Jetzt sind die hinter uns her, seit wir aus dem Rathaus von Belleville weg sind, hinter dem Kellerschäßen. Das war der letzte Sitz unserer Kommune-Regierung. Furchtbar, dass unsere Sache so enden muss. Sie hatte so herrlich begonnen. Das haben diese unseligen Geißlerschießerei getan. Ich wünschte, diese schrecklichen Dinge wären nie passiert. Warum haben Sie zu solchen Mitteln gegriffen? Die Geiseln sind erst erschossen worden, als die Versailler mit ihrer Metzelei begannen. Es ist zu viel Blut geflossen, daran sind wir gescheitert. Wir sind daran gescheitert, dass wir nicht wussten, was wir wollten. Was meinen Sie damit? Die einen glaubten, es ginge um die Selbstständigkeit von Paris. Um die Autonomie dieser Gemeinde. Und um die Errichtung solcher Gemeinden in ganz Frankreich. Sie sollten ihre Gesellschaftsform selber bestimmen. Deswegen heißt es ja Kommune. Aber viele wollten einfach die Herrschaft dieser feigen Bourgeoisie abschütteln, die sich aus Angst um ihren Profit sogar mit den Preußen verbündet. Aber es gab doch auch andere Richtungen, nicht wahr, Monsieur? Die meisten wollten eine soziale Weltregierung oder den Kommunismus. Nicht die meisten. Ich bin Kommunarde, kein Kommunist. Es waren genügend dabei. Genügend Kommunisten. Und natürlich Blankisten, Jakobiner, Anarchisten. Und Terroristen. Nationalisten. Abenteurer. Und alle damit beschäftigt, sich soziale Reformen auszudenken. Oder über die Gerechtigkeit auf Erden zu debattieren. Beschlüsse zu fassen über die Nachtarbeit in den Bäckereien, die Prostitution, die Vormundschaft der Kommune für die Waisen, die Wiedereröffnung der Museen und so weiter. Die Kommune sollte durch ihre Taten leben, anstatt mit allen Mitteln rücksichtslos die Verteidigung von Paris zu organisieren. Beispiel. Die Bank war Frankreich. Da waren wir zu ehrenhaft, die zu beschlagnahmen. Da hätten wir sie gehabt, die Bürger. Da hätten wir die Genitalien von Paris gehabt. Da wäre das Pack gekrochen gekommen, wenn wir denen an ihre Geldsäcke gegangen wären. Aber da waren wir eben zu anständig. Bitte, noch eine Frage, bevor ich gehe. Glauben Sie wirklich, dass Sie hätten gewinnen können? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir immer gewusst, dass wir scheitern müssen. Die Menschheit ist noch nicht reif. Immerhin haben wir ein Beispiel gegeben, aber ein blutiges. Ein Exempel, sanguinaire. Non, inutile. La concierge va nous donner. Non, pas par la fenêtre. Allez.